So, Hallöchen und hier zurück bei Dead Space 3. Ich habe jetzt gerade, wie in der letzten Folge angekündigt, wer sie gesehen hat, hier ein bisschen rumgebaut und rumgevorwerkt. Habe jetzt hier oben den Sicherheitsschutz reingebaut, statt den Explosionsverstärker, weil der Schaden ist, wie man sieht, unten beim unteren Tool halt eher auf Maximum. Hier drüben, das obere Tool ist jetzt nicht ganz so gut, da müsste man gucken, ob man dort quasi noch ein bisschen was upgraden kann, weil hier habe ich zwei Schaden, Feuerrate, also alles quasi Maximum. Da irgendwann wird dort nochmal ein Upgrade kommen, denke ich. Und ich würde sagen, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja, also ich kriege jetzt keinen Flächenschaden mehr, das heißt, das Ding pokt mich jetzt nicht mehr weg, wenn ich das vor mich schieße. Und ja, wenn ich gut drücke zum Heilen, da ist nichts. Was ich jetzt vergessen habe, ist, ach scheiße, ich muss hier nochmal zurück. Mein Inventar clearen, weil dort noch auf Medipacks sind, die ich nie brauche. Ja, aktuell noch nie brauche. Obwohl. So, das müsste jetzt reichen. Okay. Jetzt können wir hier mit dem Aufzug eine Runde fahren. Hallo? Ach, okay, der kommt. Ah, der kommt. Das hier. Die Loots habe ich hier übrigens eingesammelt, diesen Standardraum habe ich dann auch gleich vertickt, weil den nehme ich eh nicht. Hier, wie gesagt, 26 oben, 4 unten, Schaden müsste jetzt ein bisschen erhöht sein. Jo, da wollen wir mal gucken, was uns die neuen Schießeisen so bringen. Oder die geupdateten, mehr oder weniger. Okay. Aha, die Stelle kenne ich noch. Demzufolge weiß ich jetzt auch, was ich hier machen muss. Erstmal muss ich mich hier draufstellen. Unglaublich, oder? Ich nenne das Promenade. Eine der vielen Verbindungen direkt zum Herzen der Maschine. Ohne den Kodex kann ich nur spekulieren, aber ich vermute, die Maschine muss geöffnet werden, um Änderungen vornehmen zu können. Ich glaube, die Monolithen auf diesem Plateau bewirken. Hieroglyphen an der Wand hinter mir lassen darauf schließen, dass eine Konfiguration die Maschine öffnet, eine andere nimmt Änderungen an der internen Programmierung vor. Sobald sie offen ist und Sie alle meine Forschungsergebnisse befolgt haben, müssen Sie hier zurückkehren, um die letzte Phase einzuleiten. Aha, okay, das war dort hinten jetzt der Audiolog, der da jetzt abgespielt wurde. Wie gesagt, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Ich muss jetzt ja einfach diese Teile hochklappen, mehr oder weniger, also die Kugeln verschieben. So, okay, jetzt hätten wir hier die zwei äußeren und die jetzt müssen wir aufrichten in der Mitte. Das heißt, die müssen, denke ich mal, in die Mitte. Einfach so. Aha, und jetzt seht ihr dort hinten, dort kommt jetzt so ein cooler Lichtstrahl. Hier. Maschine. Heilige Scheiße. Sie sind der Schrauber. Wie kriegen wir das hin? Wir halten uns an Serranos Hinweise und rekonfigurieren die Maschine. Ich habe gerade eine Verbindung zum Herzen der Stadt geöffnet. Wenn es ein Kontrollzentrum für den Kodex gibt, dann da. Wir treffen uns dort. Warum? Ah, okay, müssen wir gehen. Ah, pisst euch, ihr kleinen Noobs. Weg mit euch. Nein, nachladen. Nein, lass mich in Ruhe. Warum macht denn der keinen Schaden mehr? Habe ich jetzt hier zu viel? Da willst du mich verarschen eigentlich? Jetzt hat er mich umgerannt. Irgendwie gefällt mir der Typ nicht mehr. Der macht zu wenig Schaden. Viel zu wenig. Ja,
Okay, ich weiß, was ich jetzt hier falsch gemacht habe. Dieser Sicherheitsschutz tut wahrscheinlich den Schaden so enorm runternehmen. Ja, gut, okay, Sucherbot. Hat er ganze in Wolfram gefunden. Ich schraube das jetzt wieder um, weil ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Jo, Explosionsverstärker rein. Und dann hoffe ich, dass das jetzt wieder funktioniert, so wie ich das will. Sonst muss ich dort nochmal an den Platinen rum ändern. Also wie gesagt, jetzt wird es mich wieder wegpoken. Aber solange ich Schaden damit anrichte, ist das vertretbar. Okay. Und was geht denn jetzt ab? Oh, Ampel freigeschaltet. Ab dafür. Ah, okay. Das ist die Steuerung, ist etwas beschissen. Weil man jetzt nicht unbedingt sieht, was hier vorne ist. Aha, okay. Und die sind doch gleich da. Jo, da wären wir. Naja, klar. Das jetzt wir hier unten... Mal gucken, wie die jetzt eingestellt ist. Okay, hinten würde schon mal stimmen. In der Mitte. Okay. War das jetzt so? Ja. Gut. Fortschritt wird gespeichert und leck jetzt hier gefälligst nicht rum, du kleines Leckvieh. Okay. Ein bisschen Munition noch gecaptured. Nein. Nein. Ihr kleinen Hurensöhne. Direkt. Und tschüss. Dort wird dann schön gelootet, ey. Was ist das denn bitte? Wollen die, wie viel wollen die jetzt hier noch spawnen? Die merken es doch irgendwann, dass die nicht gegen den Tube ankommen. Oh ja, noch ein Einzelner. Mensch. Oststopp. Okay, anscheinend war es das. Meine Fresse, das war wieder Matsch. Matsch und Many hier. So nachladen, so Schaden. Medipack. Was muss ich jetzt hier machen? Wozu sind diese Teile da? Hey Carver, ich wette, mit diesem super aufgeladenen Effekt können wir den Necromorphs-Gliedmaßen per TK abhacken, während sie sich noch bewegen. Perfekt, danke für den Tipp. Hey, wie kann ich das wieder zu der Chinese ein? Ups, das war jetzt ein Fail. Das habe ich mit der Beschreibung hier richtig durchgelesen. Das ist doch mal richtig beschissen. Schrecke. Ah, dort. Ist ja herrlich. Fick dich. Ach, jetzt. Wir sind hier, ist es nur noch, das ist noch die Stasereste. Das ist natürlich ziemlich geil. Das wusste ich auch noch nicht. Das vordere stimmt. Was ist denn das? Was ist denn das letzte für eins? Eins runter, okay. Jetzt habe ich es aufs mittlere nie geguckt. Ich trottel. Das hier. Jetzt müsste es stimmen. Jo, perfekt. Und geöffnet. Töten oder getötet werden. Die Alien-Maschine. Kapitel 18. Da, 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 da. Das macht mir jetzt so einen Spaß, hier irgendwas zu erledigen. Da unten sieht es mir nach einem Generator aus.
What the fuck? Ich hab den Superstar, das gefällt mir nicht. Aua. Ein Wichser, Kinder. Ah, ist reloading. Drei Tubes fressen hier, es ist doch so unnormal. Ich muss sagen, das ist mit die beste Idee gewesen. Textlog. Das Persönlichkeitslogbuch Zaran und die Bedeutung der einheimischen Sprache zu entschlüsseln hat sich als schwierig erwiesen. So ähnelt in gewisser Weise Inuit-Sprachen uralter Erdenvölker. Es gibt viele Suffixe, die bedeuten. Was sind Suffixe? Die Bedeutung der Wörter modifizieren, was unendlich Kombinationen offen lässt. Diese polysynthetische Struktur ermöglicht außerdem das Übermitteln komplexer Phrasen mit nur einem Wort. Nehmen wir als Beispiel die Phrase aus zwei Buchstaben, die Energiequelle bedeutet. Y2. Wenn Buchstaben davor gesetzt werden, verändert sich die Bedeutung wie folgt. DY2 stärkt Energiequelle, BY2 Lieferant Energiequelle. Weil ja gut. Oh, jetzt hau mal die Kiste an. Sind Sie tief im Herzen der Maschine. Von hier aus scheint es zwei primäre Konfigurationspunkte zu geben. Einen im Westen, den Sie sicherlich bereits aktiviert haben, und einen anderen im Norden. Wenn alle richtig zusammengesetzt sind, tja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, was dann passiert. Ich kann Ihnen nur raten, aufmerksam zu sein. Die Hinweise sind da draußen. Okay. Die Maschine neu ausrichten. Ich wette, jetzt greift uns hier gleich wieder was an. Habe ich so ein Gefühl, ne? Es muss ja nicht stimmen, aber denke ich mir mal, dass hier gleich wieder was vorbeigechillt kommt. Ah, da hätten wir doch schon den ersten Freund. Ja. Ah, es wird auch noch. Ah, friss noch einen Tube. Na klar, noch einen dritten willst du haben, hä? Meine Fresse. Ah, dort oben kommen sie. Alter, wie die sich so bewegen können, das ist doch so unnormal. Die haben keinen Kopf mehr. Aber die können, die zielen noch und die treffen noch. Muss ich den jetzt hin? Ja, danke, dass du mich jetzt umdrehst. Das sehe ich auch nicht. Dort durch, okay. Stimmt ja alles nicht. Jetzt habe ich es mir nie gemerkt. Klasse. Jetzt arbeite. So, jetzt tu nochmal bitte abspielen schnell. Ich weiß es nicht mehr. Was will ich denn mit diesen hässlichen Übersetzern? Boah, das ist jetzt eine gute Frage, wie das war. Das vordere stimmt auf alle Fälle. Oh Mensch, wie er sich wieder gut geraten. Mensch. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr gehabt von den hinteren Bänen. Run, 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 run. Brüll doch nicht so rum, du erschreckst doch die armen Negromorphs. Ich muss wohl per Chinese Weg machen. Also die Reichweite ist auch enorm, wenn man die voll geskillt hat. Das ist echt ziemlich geil. Fuck. Nein, was ist das denn für Viecher? Piss dich. Ja. Ja, das sind solche Runner-Noobs. Du musst jetzt nie in Deckung gehen. Ich finde dich auch so. Attack Run. Fail. Ah, vielleicht reichen jetzt hier zwei Tubes.
Lad nach, lad nach, lad nach. Nein! Wow, fuck, Alter, das geht ja hier mal richtig fett ab. Weg mit dir. Und ich sehe, die Folge ist schon wieder zu Ende. Das kotzt mich jetzt an, weil wir hier mitten in einem Gefecht sind. Ja, was sind denn das für hässliche Bastarde? Okay, anscheinend scheint sich jetzt kurz beruhigt zu haben. Oder auch nicht. Okay, erinnert es dort noch? Mal gucken, wann der angreift. Da haben wir doch schon. Ne, hier sind noch zwei. Ich sehe, auf der Seite höre ich auch noch was. Da sind noch andere. Na komm, wir laufen jetzt einfach hier mal ein Stück vor. Dort haben wir noch. Hinter der Säule. Komm mit dem nicht so weit, verdammte Scheiße. Der war zu kurz. Wie sieht's denn aus mit dem Inventory? Das sieht echt beschissen aus, mit was das Thema Munition angeht. Aber an der Stelle würde ich mich trotzdem von euch verabschieden und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.